Ein neuer Tag in Brookhaven. Auf geht's in die Schule. Oh, da ist Paul. Hey, Paul. Du wagst es, mich anzusprechen? Peng. Aua, was soll das? Und wer ist dieses Mädchen neben dir? Das ist meine neue Freundin. Du hast recht, er ist ein Loser. Ja, Mann, Aborg ist ein richtiger Waschlappen. Paul, du musst vor deiner neuen Freundin nicht einen auf stark machen. Die ganze Schule weiß, dass du dumm wie Brot bist. Was hast du gerade gesagt? Ah, schnell wegrennen! Na, warte! Schnell wegrennen! Schnell. Oh, hey, Lilly! Hey, Aborg! Wie geht's dir? Aborg, ich hab dir was ganz Wichtiges zu erzählen. Was denn? Schieß los! Und zwar will ich leider umziehen! Was? Nein, bitte nicht! Ich bin auch richtig traurig! Ich will nicht umziehen! Nein, du bist doch meine BFF! Und damit ist der Unterricht für heute beendet! Na endlich! Dann gehe ich jetzt nach Hause, ey! Die Schule war heute richtig blöd, Mann! Schatzi, schau mal, wer da kommt! Ja, aber auch der Loser! Jetzt kannst du dich bei ihm rächen! Ach, Schätzchen, das brauche ich nicht, denn Lilly hat ihn heute eine schlechte Nachricht übermittelt. Was denn? Lilly zieht um und jeder in der Schule weiß, dass Lilly heimlich einen Crush auf Aborg hat und Aborg auch heimlich auf Lilly. Haha, das hat er verdient. Aborg wird also niemals eine Freundin kriegen. Ey, die sind so gemein zu mir und es regnet auch noch. Ich glaube, sie haben recht. Jetzt, wo Lilly umzieht, werde ich niemals eine Freundin finden. Was sehe ich da denn? Lilly ist da schon am Möbel packen. Aborg, ich räume schon den ganzen LKW ein. Es war schön, dich kennengelernt zu haben. Aber ich muss jetzt leider umziehen. Lilly, bitte geh nicht. Meine Eltern wollen, dass wir umziehen. Ich steige jetzt in den LKW und wir fahren los. Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Meine BFF ist weg. Und Paul hat jetzt noch eine Freundin, die mich mitmobbt. Ich habe keinen Bock mehr auf Paul, diesen Mobber. Ich werde ihn jetzt alles heimzahlen. Alles, was er mir angetan hat. Darum gehe ich jetzt in das Rockstars Klamottengeschäft. Man zieht mich als Mädchen an. Warum ich das mache, das werdet ihr gleich noch erfahren. Nein, das ist kein gutes Mädchenoutfit. Und das auch nicht. Und das auch nicht. Das ist ein gutes Outfit. Und damit werde ich Pauls Leben morgen zerstören. Guten Morgen, Brookhaven. Heute ist der Tag der Tage. Heute werde ich Pauls Leben zerstören. Ich gehe schnell nach unten, damit ich schnell frühstücken kann und zur Schule gehen kann. Aber was ist mit dir denn los? Warum hast du dich wie ein Slender-Mädchen angezogen? Oh, Leute, schnell eine Ausrede ausdenken. Mama, wir haben heute Mottowoche. Ach so, Mottowoche in der Schule. Und deswegen ziehst du dich wie ein Mädchen an. Dann habe ich überhaupt kein Misstrauen. Viel Spaß in der Schule. Danke, Mama. Ich gehe los zur Schule. Und ich werde jetzt meinen Plan in die Tat umsetzen. Wer ist mein Baby-Bubu? Du bist mein Baby-Bubu. Danke. Du Schätzchen, ich muss eben kurz Pipi machen. Ich bin gleich wieder da. Oh Mann, meine Freundin ist echt die Beste auf der ganzen Welt. Ich bin so sauer auf Paul, dass er mich immer gemobbt hat. Und ich werde mich jetzt rächen. Ich werde jetzt sein Leben zerstören. Oh, hey. Hallo, ich bin neu in der Brookhaven-Schule. Kannst du mir vielleicht helfen? Oh, Hallöchen, wer bist du denn? Welchen Namen gehen wir uns denn? Ich sag mal Anna. Ich bin die Anna. Oh, hallo Anna, bist du neu in der Schule? Ja, ich bin neu in der Schule und ich habe einen Crush auf dich. Oh, ups, habe ich das jetzt gesagt? Haha, ja, ist nicht so schlimm. Aber ich habe eine Freundin, von daher hast du leider keine Chance. Oh, schade, aber das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Du bist groß, du bist stark, du siehst gut aus. Und wahrscheinlich bist du auch noch schlau. Kein Wunder, dass du eine Freundin hast. Danke. Deine Freundin ist bestimmt das schönste Mädchen auf der ganzen Brookhaven-Schule. Ja. Also, wenn ich ehrlich bin, ich mag dich jetzt schon ganz gerne. Irgendwie mag ich dich. Paul, was machst du da denn? Wer ist dieses Mädchen? Sorry.
Sie ist neu und hat nach dem Weg gefragt. Ja, ja, und das soll ich jetzt glauben, oder was? Hey, Paul, wir haben doch so schön geflirtet. Ich hab mich schon richtig zu dir hingezogen gefühlt. Hä, was sagt dieses Mädchen da? Ich sag, dass ich die bessere Freundin für Paul wäre. Der ist so cute, der hat mich verdient und nicht dich. Sag mal, gilt's noch? Ich zeig dir gleich, wer hier wen verdient hat. Du hast eine Faust verdient. Tja, wenn du nur mit Gewalt überzeugen kannst. Ich bin cute, genauso wie Paul. Und darum kommen wir irgendwann zusammen. Als würde Paul dich nehmen. Hast du dich mal in den Spiegel angeguckt, du Vierauge? Ja, ja, mach dich nur lustig über mich. Ich hab viel mehr Drip als du. Und das weißt du auch selbst. Ach, weißt du was? Ich will mich gar nicht mehr mit dir abgeben. Paul? Ja? Das ist eigentlich schon mega cool, dass hier gerade zwei Mädchen um mich kämpfen. Oh ja, Mann, ich bin voll der coole Macker. Ich hab mich gefragt, ob du vielleicht mit mir Eis essen möchtest. Ich lade dich ein. Paul, überleg jetzt ganz, ganz vorsichtig, was du da jetzt sagst. Sonst mache ich dir die Hölle heiß. Zu kostenlosen Eis sage ich nicht nein. Supi. Ich schätze, wir sollten schnell abhauen. Und deine Freundin, die reagiert ein bisschen über. Komm mit. Ja, warte, hübsches Mädchen. Ich komme. Haha, Leute, alles läuft nach Plan. Paul denkt wirklich, dass ich ein Mädchen wäre. Haha, jetzt werde ich nämlich auch sein Leben zerstören. Und Paul, was sind so deine Hobbys? Na, am liebsten mobbe ich andere Kinder. Oh, okay. Und wen mobbst du da am liebsten? Am liebsten Abok und Lilly. Aber Lilly ist jetzt weggezogen. Darum ist Abok ganz traurig. Das finde ich richtig lustig. Jetzt muss ich ihn nicht mal mobben, damit er traurig ist. Wow, du bist ein Mobber. Das finde ich so cool. Und erzähl mir mehr über diesen Abok. Also auf den hättest du definitiv keinen Crush. Okay, das reicht mir als Beschreibung. Naja, ich habe sowieso nur Augen für dich. Ich hab einen Crush auf dich, Paul. Dieser blöde Paul. Der lässt mich einfach sitzen. Ich bin richtig traurig. Es ist schon spät. Zeit nach Hause ins Bett zu gehen. Das war Schritt 1. Morgen kommt Schritt 2. Guten Morgen, Brookhaven. Heute ist wieder ein schöner, sonniger Tag. Und es wird Zeit, das Leben von Paul endgültig zu zerstören. Und darum gehe ich jetzt schnell zur Brookhaven Schule. Dann mache ich mich mal direkt auf der Suche nach Paul. Wo ist der kleine Rabauke denn? Muss doch noch sein Leben zerstören, weil er mich immer mobbt. Und das werde ich ihm heimzahlen. So, ich gehe mal nach oben. Vielleicht ist er hier. Oh, da ist er. Oh, hey, Paul. Hi. Na, alles klar bei dir? Oh, hey. Na, alles klar bei dir? Leute, jetzt kommt's. Jetzt werde ich ihn hochnehmen. Paul, ich habe nicht nur einen Crush auf dich. Ich sage es jetzt raus. Ich liebe dich. Was? Komm her, mein Bububär. Nein. Du darfst mich noch nicht küssen. Nein. Das möchte ich noch nicht. Ich gehe weg. Jetzt spannen wir ihn ein bisschen auf die Folter. Was ist los? Warum darf ich dich nicht küssen, wenn du einen Crush auf mich hast? Naja, das wäre doch irgendwie fremdgehen. Ich möchte, dass du erst mit deiner Freundin Schluss machst. Und dann darfst du mich küssen. Okay, wenn es nur das ist, dann mache ich sofort mit meiner Freundin Schluss. Mann, ey, dieser gemeine Idiot, Paul, ey. Hey, na? Paul, möchtest du dich für gestern entschuldigen? Ach was, ich liebe dich so sehr. Ich vergebe dir auch so. Nein, ich möchte mich nicht für gestern entschuldigen. Ich habe dir etwas ganz Wichtiges zu sagen. Ja, das freut mich. Ich liebe dich nämlich auch sehr. Das meine ich nicht. Ich mach Schluss. Du machst Schluss. Das ist doch bestimmt Fing Anna. Ja, und jetzt geh ich los. Leute, das läuft alles nach meinem Plan. Ich zerstöre Pauls Leben. Oh, es hat geklingelt. Schnell in die Klasse. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen. Herr Müller. ja,
Also was da schon wieder abgeht, da mische ich mich mal lieber nicht ein. Heute haben wir ein besonderes Thema, und zwar Gruppenarbeit. Teilt euch mal bitte in Zweiergruppen auf. Paul, wollen wir eine Gruppe aufmachen? Ich deute das mal als ja, oder? Paul, mach sofort mit mir eine Gruppe auf. Ich bin schließlich deine Ex-Freundin. Es tut mir leid. Ich liebe Anna und nur Anna. Darum mache ich eine Gruppe mit Anna auf. Yay, mein Boy hat sich für mich entschieden. Na klar. Wollen wir nicht an einen ruhigeren Ort gehen? Ja, gerne. Lass mal zu den Sitzsäcken. Ach, junge Liebe, da brennt das Feuer noch richtig. Ich bin so sauer. Das gibt eine Rache. Tja, Paul, dein Auto wird die Trennung nicht überleben. Angriff. Und jetzt kommt das Beste. Los, ich lass die Bombe fallen. Und los geht's. Oh. Das hat er verdient. Jetzt brennt seine blöde Karre. Ich bin so sauer auf den. Oh, Paul, du bist so schlau. Wir werden bei der Gruppenarbeit bestimmt eine Eins kriegen. Danke, und du bist so schön. Leute, Paul ist dumm wie Brot. Wir werden voll die Sechs kriegen. Aber das sage ich Ihnen lieber nicht. Oh, Paul, da ist mir doch glatt weg eine Bombe auf dein Auto gefallen. Es ist jetzt leider komplett Schrott. Was? Was hast du gemacht? Nein. Mein Name ist Auto. Nein. Ja, Paul, selber schuld, wenn du mit mir Schluss machst. Gib dir noch eine Chance, wieder mit mir zusammenzukommen. Nein, Paul, entscheide dich für mich. Ich bin doch viel cuter. Oh Mann, ey, ich will euch beide als Freundin haben. Können wir nicht irgendwie so eine Dreierbeziehung machen? Nein, Paul, entweder mich oder sie. Und denk dran, ich bin cuter. Oh ja, du hast recht. Ich nehme Anna. Komm hier, mein Schatz. Jetzt gibt's einen richtig fetten Schmatzer. Na. Erstmal warten. Deine Beziehung ist doch gerade frisch zu Ende. Da müssen wir erstmal ein bisschen warten. Ich kann's kaum erwarten. Das geht ja mal gar nicht. Was fällt dir ein, Paul, mich so zu behandeln, dass wir ein fettes Nachspiel haben? Hier wohnt Paul. Ich sag nur, ey, Karamba! Ich mach ihn die Hölle heiß. Ich hab so viele Bomben, da kann ich auch 20 Stück hier reinlegen. Und ich fackel diese Bude ab. Das hat er davon, wenn er mit Anna zusammen ist. Paul, unser Date ist so schön. Ja, Anna, du bist so cute. Ich will dich endlich küssen. Paul, ich will dich doch auch küssen. Aber wir müssen auf den richtigen Moment warten. Hoffentlich lohnt sich das. Ich kann's nicht mehr aushalten. Los, bitte. Nein, das geht nicht. Obwohl, ja, du kannst mich küssen. Na endlich! Na? Ja, ich bin im letzten Moment zurückgegangen. Was? Warum, mein Schätzchen? Überall, wo ich hingehe, seid ihr am Rummachen. Mein Schatzi, ich hab doch noch eine Überraschung für dich. Dann leg aber mal los, ich kann's kaum noch erwarten. Okay, Paul. Ich zeige es dir. Ich muss mich dafür kurz umziehen, wenn du verstehst, was ich meine. Uiuiui. Dann mach das mal. Okay, ich bin sofort wieder da. So, Leute, das läuft alles nach Plan. Ine, mine, mu. Und ich bin wieder Aberorg im Nu. Paul, ich hab dich reingelegt. Ich bin's Aberorg. Was? Du bist Aberorg? Genau, und ich habe dein Leben zerstört, weil du mein Leben auch immer zerstörst, indem du mich mobbst. Das war ganz schön einfach. Du hast deine Freundin sofort verlassen. Das hätte ich mit meiner Freundin niemals gemacht. Tja, Bock. Du hast zwar die Beziehung zwischen mir und meiner Ex-Freundin zerstört. Dafür hatte ich wenigstens eine Freundin. Du hast Lilly ja nicht mal getraut, zu sagen, dass du sie liebst. Das stimmt. Trotzdem bin ich nicht so ein A wie du. Loser bleibt trotzdem Loser. Hey,
Leute, habe ich was verpasst? Lilly, was machst du denn hier? Meine Eltern sind wieder hergezogen. Blocksburg hat ihnen nicht so gut gefallen. Ach, Lilly, das freut mich. Ich habe dir was Wichtiges zu sagen. Ich liebe dich. Na, aber ich liebe dich auch. Lilly, wollen wir zusammen sein? Ja, lass mein Pärchen sein. Money. Was geht mit dir denn ab? Ach, Lilly, ich habe nur das Leben von ihr und von Paul zerstört, währenddessen du nicht da warst. Ach, das ist ja gut. Sie haben uns ja eh immer gemobbt. So sieht's aus. Wenn dir das Video gefallen hat, lass unbedingt ein Abo da und schau dir auf jeden Fall das Video auf der rechten Seite an, denn da wurde ich zum allerstärksten Jungen in ganz Brookhaven. Also schau dir unbedingt das Video auf der rechten Seite an. Bis gleich. Ciao.